Hallihallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Project Zomboid, wieder mit dem Baron. Guten Tag. Wie immer, altbekannte Gesichter. Ja, inzwischen sind unsere Charaktere ja tatsächlich schon ein bisschen älter. Ja, tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, hier kann man ja nachgucken. 26 Tage und 4 Stunden. 29 Tage und 2 Stunden. Ja, der Baron ist ein Ich bisschen älter. hatte gehofft, dass du irgendwas sagst, wo ich meinen Senf dazu geben kann. Hier. Gucken. Aber Alles klar. hat sich leider nicht ergeben, deswegen hebe ich mir den Witz einfach auf. Der nutzt sich ja Okay. zum Glück nicht ab. Nee, eigentlich nicht. Ja, der Alles klar. Baron will heute mal seinen Voice Generator Noise Generator. oder Habe ich ja Noise. letztes Mal, da habe ich das letzte Mal endlich meine Blaupause dazu gefunden. Deswegen gehe ich jetzt hier mal gleich in meinem Schuppen. Ich habe auch schon meinen Schraubenzieher. Fachlicher, korrekter Terminus, eigentlich Schraubendreher. Ja, das ist korrekt. Gefunden, in der Hand. Und dann gucke ich hier mal. Gucke mal, Noise. Elektrotechnik vielleicht, ne? So, hier. Ach, Blues. Fernbedienung zu liegen, Handfunkgerät. Ich habe hier ein paar Sachen, die ich auseinanderschrauben kann. Das ist, habe ich überhaupt einen Bonus auf Elektrotechnik? Das mal gucken. Jo, 3, Modifikator 3, das ist gut. Habe ich das Buch überhaupt schon gelesen? Ich glaube eigentlich schon. Ich muss mal gucken hier, ne? Allgemein, nö. Das müsste eigentlich schon Elektrotechnik sein. Alarm Ich weiß nicht. zerlegen. Lautsprecher zerlegen. Lärmerzeuger. Es heißt im Deutschen Lärmerzeuger. Okay. Ergibt Ja. ja irgendwie auch Sinn, ne? Dafür brauche ich Verstärker und 7 Elektroschrott. Elektroschrott hätte ich hier einmal 16. Habe ich denn hier auch noch irgendwo Verstärker? Ich glaube, dazu könnte ich mal einen Kopfhörer zerlegen, wenn ich keinen haben sollte. Doch, Verstärker 8 Stück, mir fehlt eigentlich ein Haufen Elektroschrott. So, dann gucken wir mal, ne? Elektrotechnik. Lärmerzeuge herstellen. Nein! Benötigt Elektrotechnik 3. Willst du mich verarschen? So viel Ich hätte. dazu. So, Fernbedienung zerlegen, einmal verarbeiten. Handfunkgerät zerlegen. Wisst ihr was? Nö. Das ist sehr gut. Ich werde. Hört sich super an. Ich werde Sehr interessant. mit einem Schraubenzieher oder einem Schraubendreher bewaffnet ein bisschen durch die Weltgeschichte latschen und einfach alles Elektrische, was ich irgendwo rumliegen sehe, auseinandernehmen. Okay, das hört sich wirklich interessant an. Oh, ich habe einen kaputten Stofffetzen. Dann werde ich mich mal auf eine kleine Reise vorbereiten. Da brauchst du ja nicht mitkommen. Dann kannst du in der Zwischenzeit irgendwas anderes machen. Weil ich möchte jetzt. Oh, 26,5 von 75 fürs erste Level. Ja, ich renne ja auch in der Weltgeschichte rum. So ist ja nicht. Abbauen. Ja, dann ist. Ich kann leider den Radio nicht auseinandernehmen. Wieso haben wir eigentlich überhaupt keinen Fernseher? Was für ein Haus? Was ist da Das ist los? ein Bauernhaus. Was erwartest du denn? Ja, ein Fernseher? Nee. Ja, doch. Nee, Also kannst du erwarten? nicht erwarten. Ja, freilich kann ich das erwarten. Freilich Dann werde ich nicht. halt bitte. Werde ich halt bitte nicht enttäuscht, aber erwarten kann ich viel. Wenn mir jetzt noch jemand meine Erwartungen verbietet, dann weiß ich auch nicht. Außerdem brauche ich unbedingt was zu essen. Ich bin hungrig. Wir hatten doch noch einen Platz für schmutzige Stofffetzen. Ja, locker. Also kannst du eine Kiste auf jeden Fall vernehmen. Boah, Metallverarbeitung wäre halt natürlich auch was Geiles, ne? Ich weiß Ja, aber halt eigentlich nicht, was schon. man damit machen kann. So viele Sachen, auf die ich Lust habe, aber wo mir halt einfach das Skill dazu fehlt.
Oh, es gewittert. Hakenseil. Hier, das ganze Gerümpel da. Pack das mal zum Draht, zum Kabel und zur Platine dazu. Ja, mach wie du meinst. Kaputte Stofffetzen, die können wir wegschmeißen. Mit denen können wir halt wirklich nichts mehr anfangen. Habe ich irgendwas Unwichtiges dabei? Ich habe Honig dabei, ich habe Schüsseln dabei. Damit mache ich jetzt eigentlich, wollte ich mir eigentlich ein bisschen Obstsalat machen. Jetzt muss ich mir irgendein Gebäude suchen. Kochen, Fruchtsalat zubereiten. Okay, den ersten Salat habe ich fertig. Mach Salat, ich will nicht. Also, ja, nur für Salat geht gar nicht. Ah, jetzt deckt wieder mein Fruchtsalat. Probleme des alltäglichen Lebens. Mein Fruchtsalat steckt. Das ist, Das kannst auch niemandem erzählen. nee, nicht so wirklich. Gestern habe ich einen Fruchtsalat gemacht. Kein Tatsächlich, Schlüssel. ja. Die haben sich einfach alle gesteckt. Total merkwürdig. Weißt du, wie nervig das ist, wenn du dir einen Fruchtsalat machst und die fängt dann plötzlich an, alles zu stacken? Nee. Oh, ich hab grad eine. Oh, mein Kratzer ist weg. Das ist schön. Ich habe gerade einen Fruchtsalat gemacht, der minus 35 Langeweile macht. Das ist gut. Jetzt habe ich 3 Schüsseln Fruchtsalat dabei. Minus 50 Hunger, minus 40 Hunger, minus 40 Hunger. Das hört sich gut an. Öffne Dose mit Sardinen, Salat zubereiten. Ich kann Salat aus Honig machen. Das hört sich lecker an. Auf jeden Fall. So eine Schüssel voll Honig. Hat auf jeden Fall mal was anderes. Man kann ja Salatdressing mit Honig nehmen, also Honig, Ja, ne? dass man das machen kann, ist klar. Ja. Aber dass der Salat komplett 100% aus Honig besteht. Ja, ist halt ein Honigsalat. Ja, lecker. Total oh gesund Schatz, auch. Schatz, ich koche heute. Ja, was gibt's denn Leckeres? Ja, Salat. Und dann stellst du einfach so eine Schüssel voll mit Honig hin. Ja. Aber ich habe mir gedacht, ich mache heute einen schönen Salat. Das ist doch kein richtiger Salat. Doch, ist ein Natürlich, Honigsalat. ist das Salat. Was meinst du, wie viel Mühe ich mir damit gemacht habe? Ja, genau. Ich habe immerhin das Honigglas aufgemacht und habe das ganze Glas in diese Schüssel reingekippt. Das ist. Schön Darf anstrengend. man nicht unterschätzen. Nee. Okay, die Steinaxt brauche ich, denke ich mal, bei meiner Expedition auch noch. Aber das Bild stelle ich mir auch trotzdem cool vor, mein Vorhaben gerade eben. Du rennst halt durch die Weltgeschichte und brichst in Häuser ein. Und alles, was du machst, ist die elektrischen Geräte auseinandernehmen und den Elektroschrott wieder hinlegen. Ja, gut. Warum nicht? Das ganze Werkzeug. Weißt du, die Ordnung ist gut. Aber ich bin. Ich, ach, da sind Waffen. Ja, komm, Steinaxt da rein. Nehme ich noch eine Brechstange mit. Spiel mal wieder ein bisschen Gordon Freeman.
Was habe ich jetzt dabei? Schmutzige Bandagen. Haben wir einen Platz für schmutzige Bandagen? Ich glaube, davon haben wir genügend. Ich tue das mal zur Schmutzwäsche. Ja, rein theoretisch haben wir davon aber eigentlich genügend. Also, ja, ja, Bandagen sind ja was anderes als Stofffetzen. Ach, ich habe Bandagen, habe ich nicht verstanden. Ich habe Stofffetzen verstanden. Dann habe ich nichts gesagt. Flasche leer. Nur noch. Kochtopf mit Wasser. Umfüllen in Brauseflasche leer. Joa. Dann fülle ich meine Wasservorräte noch auf. Was ich da losziehe, ist die Folge auch schon vorbei. Naja, aber Vorbereitungen müssen ja auch getroffen werden, nicht? Das ist absolut korrekt. Es bringt einem ja nichts, wenn man unvorbereitet einfach in die Wildnis rauszieht. Gut, ich bin jetzt relativ unvorbereitet gewesen, aber okay. Versehentlich vier Kochtöpfe mit Wasser mitgenommen. Das ist dann doch ein bisschen viel. Ja, wenn du Durst hast. So, Wasserflaschen. Ich glaube, 6 Stück sind zwar ein bisschen übertrieben, aber. Und wieder. Achso, den Kochtopf. Jetzt weiß ich, warum ich so viele Kochtöpfe mit Wasser im Inventar hatte. Okay, warum? Weil ich nicht bedacht habe, dass man, wenn man aus dem Lagerfeuer und dann Kochtopf mit Wasser drin ist, dass man, wenn man draufklickt, dass man sagt, umfüllen in, dass er den Kochtopf aus dem Lagerfeuer rausnimmt. Ah, ja, okay. Und 2 Batterien. Auch nicht schlecht. Das komplette Inventar voll mit irgendwelcher Scheiße, wenn du Elektrozeug auseinander nimmst. Okay. Buttermesser, Feuerzeug, Schraubenzieher, Stofffetzen, Wasserflasche, Brechstange, passt. Lohnt sich das? Regnet's noch? Nee, okay. Bin gerade wieder rausgegangen. Ja, ich. Dann trockne ich mich mal kurz ab. Bin nämlich auch bei uns oben hier bei unserem Nachbarn. Was spricht der so? Och, nicht viel. Ich hab nur noch Schmerzen. Oh, nice. Wir müssen mal unser Haus wieder innen drin aufräumen. Da liegen schon wieder Leichen drin, die in unserer Toilette spawnen. Ja, das nervt mich sogar ein bisschen, dass sie da genau spawnen. Aber ja, wahrscheinlich, weil wir in der Toilette nichts lagern und nichts nutzen. Wahrscheinlich könnte durchaus sein, dass das Spiel danach entscheidet, ob ein Raum quasi genutzt wird oder nicht. Okay, das ist möglich. Das heißt, wir könnten einfach mal irgendwie Zeug, was wir fast nie brauchen, aber trotzdem massenweise haben, einfach mal in eine Toilette lagern. Ja. Also jetzt halt nicht in der Schüssel. Ja gut, wir haben eh kein Fließenwasser mehr, also könnte man da rein theoretisch auch was reintun. Aber du weißt, was ich meine. Ja, schon klar. Bin ja nicht ganz auf den Kopf gefallen. Nur manchmal. Ja, das ist am besten Lebensmittel oder sowas. Ja, irgendwas halt. Oder Stoffwetzen. Oder unseren Kompost, der nicht mehr in den Komposthaufen passt. Ja, vielleicht wird da innen drin ja noch schneller gammeliger und Kompost. Was? Aber. Ach, guck mal, da ist der erste Zombie für heute, den ich sehe. Also der erste lebende Tote. Ich hatte schon 2 lebende Tote oder tote Lebendige, wie man es nennen möchte. Wollte ich jetzt meine Skills die ganze Zeit offen haben, oder?
Da ist das erste Haus. Mal gucken, ob wir hier irgendwie Elektroschrott haben. Ah, das ist gleich ein verbranntes Haus. Das ist ja super. Ja, das passt ja. Oh, ich bin schon leichtfüßig, bin ich auch schon fast auf Stufe, oder geht schon auch stark auf Stufe 3 zu. Das ist ja nicht schlecht. Ich bin noch komplett auf Stufe 1, aber... Wäre eh prinzipiell mal interessant zu wissen, wie dann die einzelnen Fähigkeiten so ineinander greifen, gerade so leichtfüßig und schleichen oder so. Oh, leck mich am Arsch. Nee, lass mal. Hier ist wieder ein paramilitärisch bewaffneter Roter. Auch nicht schlecht. Das ist kein schlechtes Gewehr. Wieso hast du ein Scharfschützengewehr gefunden? Glasfaservollschaft, Waffengurt, 8-fach Zielfernrohr, Schaftkappe. Also bei PUBG wäre das eine echt geile Waffe. Und Schalldämpfer wäre halt mal ganz geil, ne? Ja, das wäre mal eine Sache, wo ich wirklich sagen würde, die ist mal richtig geil. So, ich werde mich jetzt mal auf den Weg nach Hause machen. Das Gewehr habe ich mal so mitgenommen. Bei dem Rest habe ich die Upgrades abgebaut und dann und halt die mitgenommen. Ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung, reicht ja auch aus. Jawohl. Und das ist das in so einem halb verbrannten Haus. Naja, warum nicht? So. Okay, der Schraubenzieher ist auch eine gute Waffe, aber ich möchte irgendwie gerne eine Brechstange wieder haben. Hast du gerade ein sicheres Plätzchen? Ja, wieso? Ah, ich müsste leider weiß ein paar Sekunden oder paar Minütchen eher mal heute die Folge unterbrechen. Was? Ja. Was? Ja. Dafür machen wir die nächste einen kleinen Tacken länger, das verspreche ich euch. Ich hoffe einfach, der Baron hat es jetzt gemütlich gleich. Genau. Wir bedanken uns natürlich. Kanallink von dem Baron ist unten in der Videobeschreibung. Und von Nexus natürlich auch. Also bei mir in der Kanalbeschreibung. In der Videobeschreibung natürlich. Ja, bei mir wäre auch unsinnig. Deswegen meine ich ja. Bevor wir jetzt so lange labern, dass die Folge doch wieder volle Länge haben, machen wir jetzt einfach Schluss. Macht's genau. Gut. Tschüss.